das Auge des Hurrikans Eta, aufgenommen aus dem Fenster eines Flugzeugs der US Air Force über Mittelamerika. Der Sturm hatte zuletzt über dem warmen Wasser der Karibik Kraft getankt und war in Nicaragua auf Land getroffen. In dem wirtschaftlich gebeutelten Land hinterließ der Hurrikan eine Spur der Verwüstung, verursacht durch heftigen Wind und Hochwasser. Das National Hurricane Center der USA gab eine Warnung heraus. Der Twitter-Nachricht zufolge wird der Sturm Richtung Kuba und Florida ziehen. Auch in Mexiko, El Salvador und auf Haiti werde es zu lebensbedrohlichen Wetterverhältnissen kommen. Mitte der Woche waren die Auswirkungen auch hier in Honduras zu spüren.